Das Monster vom blauen Planeten von Cornelia Funke und Barbara Scholz. Auf dem Planeten Galabrazolus lebte einmal ein Junge namens Gobo. Der liebte nichts so sehr wie die Geschichten von fernen Planeten und all den merkwürdigen Monstern, die dort lebten. Eine Geschichte liebte er ganz besonders. Die von dem blauen Planeten namens Erde, auf dem felllose Monster mit nur zwei Augen und zwei Armen lebten. Gobos Großvater hatte vor vielen hundert Jahren eine Urlaubsreise zu diesem merkwürdigen Planeten gemacht und Gobo hatte die Fotos von den gruseligen Bewohnern über seinem Bett an die Wand gehängt. Als Gobo zu seinem 200. Geburtstag ein Raumschiff geschenkt bekam, beschloss er, sich so ein Erdenmonster zu fangen. Schließlich hatten all seine Freunde längst mindestens ein Haustier von einem anderen Planeten. Früh am Morgen startete er von den silbernen Hügeln seines Planeten und tauchte in die ewige Nacht der Sterne. Er flog an unbekannten Sonnen vorbei, durchquerte gefährliche Meteoritenschwärme, wich den Feuerschwänzen von Kometen aus und schwebte schließlich im gelben Licht einer fremden Sonne über den blauen Planeten. Gobo schaltete sein RTS, Raumschiff-Tarnsystem, ein und ließ sich langsam durch die Atmosphäre hinabsinken. Er hielt Ausschau nach einer von diesen wunderbar grünen Wiesen, die Opa fotografiert hatte. Solche, auf denen kleine Blumen wuchsen und ganz große mit dicken Holzstängeln, zwischen denen die Erdenmonster umherliefen. Aber er fand nichts als Steinwürfel, riesige graue Schlangen und stinkende Blechkäfer, die auf ihnen herumkrochen. Erst als die fremde Sonne schon fast unterging, entdeckte Gobo, was er suchte. Eine grüne Wiese mit weißen Blumen. Und mittendrin ein Erdenmonster. Es war genauso bleich, wie es auf Opas Fotos war und hatte tatsächlich nur zwei Augen und zwei komisch dünne Arme. Es sah wirklich abscheulich aus, aber nicht so gruselig, wie Gobo es sich vorgestellt hatte. Er war etwas enttäuscht. Das Erdenmonster hockte auf seinen Hinterbeinen und bewegte seine Kinnladen ganz eigenartig, während es etwas in sein kleines Maul stopfte. Nur auf dem Kopf hatte es struppiges, gelbliches Fell, das ihm fast bis in die Augen hing. Den felllosen Körper hatte es in bunte, höchst merkwürdige Lappen gehüllt. Was sehr dumm aussah. Gobo ließ sein Raumschiff so sacht hinunterschweben, dass es nur die Blumen etwas zitterten. Als er genau über den Kopf des Monsters schwebte, schallte er den Fangstrahl ein und das Monster verschwand von der Wiese, als hätte es nie dort gesessen. Gobos Raumschiff aber war schon ein Augenzwinkern später mit seiner Beute Sonnensysteme entfernt auf dem Heimweg. Als Gobo das Monster mit dem Fangstrahl in einen Käfig setzte, machte es furchtbare Geräusche. Es sprang wild auf und ab, rüttelte mit seinen Klauen an den Stäben und stieß entsetzliche Laute hervor. Sie erinnerten Gobo an das Grunzen von Mondschweinen und das Kreischen wütender Andromeda-Äffchen. Er setzte seinen Überzeugungshelm auf, trat vorsichtig an den Käfig heran und fuhr erschrocken zurück. »Du widerliches Monster«, schrie ihn das kleine Scheusal an, »lass mich hier sofort raus!« »Wieso Monster?«, rief Gobo empört. »Du bist doch das Monster und von jetzt an bist du mein Haustier.« »Was?«, fauchte das eklige bleiche Erdenmonster und rüttelte so wütend an den Gitterstäben, dass Gobo schnell noch einen Schritt zurücktrat. Selbst sein Helm verstand nicht, was das Ungeheuer nun alles von sich gab. Doch dann hockte es sich plötzlich in eine Käfigecke und schluchzte los.
Silbrige Tropfen quollen aus seinen Augen und liefen das blasse Gesicht hinunter. Gobu war bestürzt. Wurde es etwa krank? Vertrug es das Fliegen nicht? »Ich will nach Hause«, hörte er es schluchzen. »Wie meinst du das nach Hause?«, fragte Gobu ungläubig. »Monster haben kein Zuhause.« »Du bist das Monster«, schniefte das bleiche Wesen. »Und natürlich hast du keine Ahnung, was Zuhause heißt.« »Ach, Unsinn«, rief Gobu empört. »Mein Zuhause ist der Planet Galabrazulus. Er hat wunderbar silberne Berge und Meere, die wie buntes Glas schimmern. Und er hat 7 Monde. Jeder hat eine andere Farbe. Und auf jedem hat man ein anderes Gewicht.« Das Erdenmonster hörte auf zu schluchzen und sah ihn erstaunt mit seinen 2 Augen an. 7 Monde?«, fragte es leise. »Wir haben nur einen.« »Nur einen?«, sagte Gobo und fand plötzlich, dass die 2 Augen gar nicht so seltsam aussahen. »Die 7 Monde würde ich gern mal sehen«, sagte das Monster. »Aber dein Haustier werde ich nicht.« Darauf wusste Gobo nun wirklich nichts zu sagen. »All meine Freunde werden mich auslachen«, dachte er. Dann ließ er den Käfig mit einem Knopfdruck verschwinden. »Komm«, sagte Gobo und lächelte das fremde Wesen einladend an. »Ich zeige dir die 7 Monde und dann bringe ich dich nach Hause.« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war die Geschichte »Das Monster vom blauen Planeten«.